Ich habe neulich die neuen Maiko-Steinzeug-Glasuren vorgestellt, beziehungsweise dieses Probepäckchen dann mal ausprobiert und euch die Bilder von deren Webseite mal gezeigt und habe das Ganze natürlich halt auch selber getestet. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich habe hier, ja, das stand hier jetzt ein paar Jahre ungebrannt rum. Also was heißt ungebrannt? Es war nur geschrüht. Es ist lederfarbener Ton und da habe ich dann erstmal alle Glasuren drauf getestet. Aber ich wollte natürlich auch sehen, wie die auf meinen anderen Tonsorten noch rüberkommen. Deswegen habe ich da hier auch nochmal andere Testteilchen gemacht. Vor allen Dingen, die kann ich ja dann auch mit Magnet dann vernünftig an meine Wand dann befestigen. Und dann habe ich dann eine bessere Übersicht. So. Ich bin hier ganz meinem Flow gefolgt, deswegen kann man nicht alles lesen und muss das Ding drehen. Ist gut, wenn man vorher nachdenkt. Naja, egal. Also, ich fange mal hier an bei Passion Flower. Ja, es sieht halt wirklich aus, also als Basis halt wirklich Eggplant und dann die Kristalle von Galaxy oben drüber. Das ist ja allgemein eine beliebte Kombi, das habe ich auch mal kombiniert und jetzt gibt es das halt so als Glasur auch zu kaufen. Finde ich gar nicht schlecht. Hier halt jetzt auf lederfarbenem Ton, hier nochmal auf weißem Ton. Hier ist eine Schicht, dann zwei Schichten, dann drei Schichten. Und ja. Hier auch nochmal eine Schicht, zwei Schichten. Drei Schichten. Sieht auf jeden Fall schon irgendwie abgefahren aus. Dann haben wir hier Fossil Rock. Das ist bei den meisten Bildern, wie ich das auch bei anderen gebrannt gesehen habe, irgendwie komplett eher gelblich. Bei mir sieht es komplett anders aus. Warum auch immer, keine Ahnung. Also hier ist es halt auf lederfarbenen Ton. Ich glaube, ich habe hier auch aus Versehen bei dem Fossil Rock vier Schichten drauf gemacht anstatt drei. Ja, es ist hier am Rand halt schon eher so, ja, fast pfirsichfarben. Und dann halt hier so mit blauen Verläufen drin. Und es ist halt matt, bis auf manche Stellen, die ein bisschen dicker sind. Und hier außen habe ich auch noch mal ein bisschen Struktur. Und ich finde, da sieht man echt schön, wie das auf Struktur bricht. Ich finde, das sieht mega gut aus. Ja, bei Passion Flower. Also Passion Flower ist übrigens auch recht stabil, ne? Also da habe ich jetzt kein weiteres Laufen irgendwie feststellen können. Bei Fossil Rock ganz kleines bisschen. Aber unwesentlich wirklich. Und Fossil Rock habe ich auch noch mal auf anderen Tonsorten getestet und zwar noch mal hier. Also das hier ist ein recycelter Ton. Also jetzt vom Drehen, da sind auch verschiedene Farbstoffe noch mit drin gewesen. Hier sieht man auch, dass da ein paar Specks noch mit drin gewesen sind. Das ist also kunterbunt gemischt. Da wollte ich einfach nur was zum Aufhängen noch haben. Und ja. Überraschung. Also ich finde, es sieht mega cool aus, aber ob ich das reproduzieren kann, weiß ich noch nicht. Da muss ich echt mal gucken. Aber ich finde eigentlich egal, ob hier oder da. Ich meine, dieses bläulich-grüne, das wiederholt sich definitiv. Und dann habe ich das nochmal auf dieser Seifenschale. Das ist auch wieder teils matt, teils glänzend. Und hier hatte ich am Rand noch ein bisschen von dem Sand Dollar drauf. Das kann schon sein, dass es hier noch eine Reaktion ausgelöst hat, weswegen diese ganz krassen blauen Stellen dann noch gekommen sind. Ich finde, das sieht mega aus. Es ist komplett unterschiedlich. Also die muss man echt auf seinem eigenen Ton testen, bei seiner eigenen Brenntemperatur. Das ist schon krass, wie unterschiedlich die rauskommt. Aber ich finde die mega spannend. Also die finde ich schon wirklich cool. Dann haben wir hier Sand Dollar.
Die läuft ein bisschen, also das sieht man auch hier in der Vertiefung, dass es da ein bisschen dicker ist als hier in den Bereichen. Wenn die runterläuft, dann wird das auch an den dünnen Stellen so leicht bläulich. Und die bricht auch schön über Struktur. Aber da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil die dann doch ein bisschen läuft. Also ich würde fast sagen, das ist die, ja, die Maiko-Variante von Amakos Honeyflux. Ne, also es ist, damit kann man wunderschön Sachen kombinieren. Die laufen dann auch wie Hulle und es gibt tolle Effekte. Also, das ist schon auch cool. Die habe ich dann auch noch hier drauf auf dem Ton mit Specs. Und da sieht man auch, wie schön das über Struktur bricht. Also, das war ja ein liegendes Stück. Es betont wirklich schön Strukturen. Ne, wenn man ganz genau hinguckt, gibt es hier auch noch so ein paar fast pfirsichfarbene kleine Kristalle drin. Ganz leichter Blaustich. Ist schon schön. So, dann haben wir Ivy. Da haben viele in meiner Gruppe bei Facebook gesagt, das ist so deren Favorit. Ich finde die auch gar nicht schlecht, aber die läuft auch tatsächlich, ne? Also man sieht auch hier, dass sie schöne Verläufe bildet, wenn sie runterläuft. In dünneren Bereichen ist sie halt recht braun und bildet hier auf dem lederfarbenen Ton von Karl Jäger auch einen schönen Reaktionsrand. Den finde ich schon schick. Hier auf Struktur sieht das auch toll aus. Aber die darf man auch nicht zu dick auftragen, dann läuft die auch. Aber die finde ich auch echt schick. Und die Ivy habe ich hier dann auch noch mal auf so einem Sternchen. Ne, hier auf dem Ton kommt das Grün noch ein bisschen schöner raus, finde ich. Da sieht man auch, dass es braun auf diesen Kanten bricht und dass das Grün dann in der Vertiefung sitzt. Also ich finde, dass viele von diesen neuen Glasuren halt wirklich für solche Strukturen einfach unheimlich schön sind. So, dann haben wir hier Riptide. Das ist eine recht matte Glasur, die ist auch nicht für Lebensmittel geeignet. Außen kann man die nehmen, aber halt nicht innen. Die, finde ich, bildet auch echt schöne Effekte. Wie man hier in den dicken Bereich sieht, läuft ja auch so ein bisschen. Ne? Hier sieht man das auch. Die läuft noch ein bisschen mehr als die anderen. Finde ich schon cool. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine ist, die ich jetzt selber so noch mal in groß kaufen würde, aber macht auf jeden Fall interessante Effekte. Die habe ich hier noch mal auf diesem Stern. Das sieht auch echt hübsch aus. Ja, vielleicht hole ich die doch noch mal in groß. Diese drei Pünktchen hier, das ist von dem Ton mit Spots. Das ist nicht in der Glasur da mit drinne. Aber es ist immer ganz gut zu gucken, wie das dann noch so aussieht. Und hier habe ich dann auch noch mal so ein kleines Milchkännchen gemacht. Und hier sieht man zum einen, dass die ganz schön läuft. Also hier muss ich ein bisschen abschleifen. Und hier hat sich auch so ein richtiger Tropfen gebildet. Aber die Verläufe sind halt schon cool. Ja, bei dickeren Stellen, wo es runterläuft, dann schon fast gelblich. Hat was. Finde ich schon cool. Und hier diese Nadelstiche und so, das, was man hier so ein bisschen sieht, das kommt nicht von der Glasur, das kam jetzt hier vom Drittbrand. Da war ich ein bisschen unachtsam, habe das nicht vernünftig sauber gemacht. Also das hat nichts mit der Glasur zu tun, das war vorher komplett glatt. So, dann haben wir hier Peppered Plum. Ja. Ja. Also es sieht an manchen Stellen echt interessant aus, aber im Großen und Ganzen ist es halt braun. So, verschiedene Brauntöne. Ne? Hier auf Struktur sieht das ziemlich cool aus, finde ich. Das hat was, aber so auf geraden Flächen, naja.
Geschmackssache, sag ich mal. Ne? Hier habe ich das dann auch noch mal auf so einem Stern. Und hier noch mal mit einem anderen Muster. Hier sieht man auch, das war eine Schicht, das waren zwei Schichten, das waren drei Schichten. Ja. So viel zu Peppered Plum. Also kann man machen. Meins ist es jetzt nicht so unbedingt. Dann haben wir hier Nimbus. Nimbus ist eigentlich die einzige wirklich blaue Glasur, sag ich mal, die dabei ist. Hat auch ein paar braune und grüne Anteile mit drinne. Läuft. Und gerade hier, wo die Struktur ist, sieht man auch, dass es die Struktur zwar ein bisschen betont, aber nicht besonders gut, weil die halt wirklich auch da drüber läuft. Ne? Und hier sieht man auch, also ich finde von allen Glasuren, die hier so dabei sind, ist das fast die laufstärkste. Und was ein bisschen schade ist, an manchen Stellen tendiert die zu Nadelstichen. Also hier sieht man es in der Mitte zum Beispiel. Da haben sich hier ein paar Nadelstiche gebildet und ich habe auch schon ganz viele Bilder im Internet gesehen, wo Leute halt wirklich auch das Problem haben mit Nadelstichen. Es kann natürlich sein, dass hier der Bereich ein bisschen dicker war als woanders. Da muss ich nochmal testen. Also die sollte man auf jeden Fall ein bisschen dünner auftragen. Das war die Rabentasse, die ich mal in einem Kurzvideo gezeigt hatte. Das war ja schwarze Ingobe, wo ich dann reingeritzt habe. Ne? Hier allgemein in Graffito-Technik. Ich hatte Nimbus nur bis hierhin aufgetragen. Und das ist halt ziemlich weit runtergelaufen in die transparente Glasur rein. Ich meine, es sieht cool aus, keine Frage. Ne? Aber es ist halt echt dolle gelaufen. So. Und ja, hier innen drin sieht man halt dann auch, dass hier am Rand, das hat dann halt leider schon ein paar Nadelstiche gebildet. Also verkaufen tue ich das so jetzt nicht. Ich habe das für mich ist ganz fein ein bisschen abgeschliffen, dass da nichts Scharfkantiges dran ist. Und benutze die für mich selber. Für mich ist das okay. Aber ja, ist schon auffällig, dass die überall Nadelstiche bildet. Unten in dem dickeren Bereich, wo es dann runtergelaufen ist, sind keine. Aber hier auf den vertikalen Stellen, wo es so ein bisschen gelaufen ist und halt auf der Kante. Das ist schon... Ja, mal gucken. Vielleicht erreicht man da was mit einem Slow-Cool-Programm. Also, dass das kontrolliert langsam abkühlt, ne? Das hilft bei manchen Glasuren ganz gut, aber dann läuft das auch nochmal ein Eckchen. Muss man gucken. Also an sich eine schöne Glasur, aber nicht die einfachste. So, dann haben wir noch Rose Quarz, also Rosenquarz. Habe ich mir ein bisschen rosenquarziger vorgestellt. Und zwar, naja, ne, also hier kommen halt schon ein paar braune Stellen halt raus. Die läuft auch ein bisschen und hier haben wir auch wieder Nadelstiche und hier läuft sie auch über Struktur rüber und bildet dann hier richtig so einen Tropfen. Ich habe die auch nochmal auf der Rückseite von einer Seifenschale drauf gemacht und ja, naja, ich habe es mir irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, noch ein bisschen cremiger, Milchshake-artiger irgendwie vorgestellt. Ich weiß auch nicht. Hier in den dickeren Stellen sieht man, da sind auf jeden Fall Nadelstiche. Also das könnte da tatsächlich da dran liegen. Und ich habe die hier auch dreimal aufgetragen. Hier ist noch ein Nadelstich und da. Und naja, also mein Highlight ist es jetzt nicht. So. Und dann haben wir hier noch Amaryllis. Das ist meine neue Lieblingsglasur. Ich finde die geil. Ja, es ist halt so ein ganz zartes, transparentes Rosa. Es ist nicht wirklich Koralle, aber auch schon ein bisschen zu kräftig für ein Rosa.
irgendwas dazwischen. Und hat halt die braunen Kristalle da noch mit drin, hat auch korallfarbene Kristalle noch mit drin. Die läuft nicht. Hier habe ich sie recht dünn aufgetragen. Aber ja, ne, weil gerade bei neuen Kristallglasuren, die man nicht so kennt, Kristalle neigen immer zum Laufen. Da sollte man gucken, dass am unteren Rand hier keine Kristalle mehr sitzen. Sonst kann das dann doch ganz schnell mal in die Hose gehen. Ich habe eine Tasse damit gemacht. Die ist schon unterwegs zum neuen Besitzer. Da kann ich aber noch mal ein Bild von einblenden. Die finde ich einfach noch mega schön. Und hier auf der Vorderseite habe ich auf der Seitenschale auch noch mal Amaryllis. Ja, wie man sieht, sieht man die Struktur schön durch. Das ist soweit okay, aber ich finde es tatsächlich auf glatten Flächen fast schöner. Ich habe ja auch noch so ein kleines Honiglicht gemacht, was im Garten steht mit den Marienkäfern. Und dadurch, dass das hier so halbtransparent ist, sieht man halt darunter diese Unterglasurtransfers unheimlich gut noch durch. Also da kann man schön mitspielen, finde ich. Ne? Hier nochmal auf dem Mischmaschton. Und ich finde die gut. Also das mag ich echt gerne. Und dann haben wir halt noch die normalen Glossglasuren. Pink, Coral und Brown. Und ja gut, das Braun, das ist halt braun. Ne? Das ist ein richtig. Hier habe ich das nochmal auf so einem Bruchstück. Ist ein richtiges Schokoladenbraun. Brauche ich jetzt nicht so viel, deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht in groß kaufen, aber ist auf jeden Fall ein schönes Braun. Koralle finde ich ist der Hammer, weil das wirklich bei über 1200 Grad noch ein richtig geiles, kräftiges Koralle ist. Ich blende hier mal ein Bild von einem kleinen Seestern ein, den ich als Pröbchen genommen hatte. Einfach nur mega. Finde ich total schön. Und das Pink, das ist halt ein richtig schönes, sanftes, glänzendes Rosa für den Hochbrand. Also wer da mal lange auf der Suche war oder so, das ist auf jeden Fall auch was. Ne, das Pink habe ich hier dann auch nochmal. Eine Schicht, zwei Schichten, drei Schichten. Und ja, das kann man ruhig ein bisschen dicker auftragen. Das läuft auch absolut gar nicht. Also, das ist echt ein schönes Rosa. Mittlerweile gibt es auch nicht nur das Probepäckchen, jetzt gibt es die Steinzeugglasuren auch in groß. Teilweise sind sie natürlich sehr schnell vergriffen. Muss man ein bisschen gucken. Ich habe jetzt bestellt bei The Pottenbucks da. Und ja, die liefern ja recht zügig. Und freue ich mich schon drauf. Es gibt jetzt übrigens auch noch vier neue Stroke and Code. Auch sehr schöne Farben, finde ich. Mal was anderes. Ich mache jetzt nicht so viel mit Rosa. Deswegen habe ich Making Me Blush jetzt nicht bestellt. Aber die anderen drei. Und da bin ich auch gespannt drauf. Das waren so bisher meine kleinen Einblicke. Wie gesagt, mit Nimbus muss ich noch ein bisschen experimentieren. Wenn ich den Dreh raus habe, wie ich da die Nadelstiche vermeiden kann, dann werde ich mir das vielleicht auch nochmal in groß kaufen. Bis dahin kommt das immer als Experimentierhäppchen mal mit in den Hochbrand. Und dann gucke ich mal, wie ich das gut hinkriege. Aber hier, Fossil Rock. Und Amaryllis und Coral, das sind so meine Favoriten. Wobei, wenn die Nadelstiche nicht wären, dann fände ich Nimbus auch richtig geil. Und Ivy hat natürlich auch was. Also insgesamt sind die natürlich alle nicht schlecht. Auch so schön. Riptide war das. Ja. Also ich finde die insgesamt sehr schön. Mir ist aufgefallen, dass man die insgesamt nicht ganz so dick auftragen muss wie sonst bei Maiko üblich. Also die Gloss sind wie die anderen Gloss sonst auch. Die kann man übrigens auch, alle Glossglasuren von Maiko kann man auch untereinander mischen.
Ne? Also ihr könntet jetzt auch das weiße Gloss und das schwarze Gloss nehmen und daraus euch ein Grau in einem Bottich ermischen und das dann damit glasieren. Das darf man bei vielen Glasuren nicht machen. Bei den Gloss ist das von Maiko ausdrücklich erlaubt und erwünscht und genauso bei dem Stroke & Code. Da kann man das machen. Bei solchen Sachen hier, die sollte man jetzt nicht ineinander mischen und umrühren oder so. Das kann zu Katastrophen führen. Von übelsten Blasen bis hin zu schwarz, grau, sonstigen Sachen. Das ist halt Chemie, das ist halt leider nicht wie beim Tuschkasten. Aber halt wie gesagt, mit den Gloss und mit den Stroke und Code kann man da schon eher wie bei einem Tuschkasten mit experimentieren und mischen und malen. Ja, das war so mein kleiner Einblick. Finde ich schon cool. Ich meine, schade, dass es hier so ein bisschen ins Auge reingelaufen ist. Aber cool. So ein richtig schönes, nebliges Nordseeblau. Ja, ich nenne das jetzt Nordseeblau. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.